Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kapitel 1, Paragraph 1, Satz 1, SGB II. Ich darf zitieren. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Ich muss sagen, damit erschöpft sich dann allerdings auch das dem Menschen Zugewandte in diesem Gesetz. Im weiteren Gesetzestext, aber auch in der nunmehr jahrelangen Umsetzung, entsteht der Eindruck, dass da Menschen klein gehalten, gegängelt und gedemütigt werden sollen. Allein die Möglichkeit, die Existenzsicherung durch Sanktionen zu mindern, ist für uns Grüne ein Unding. Für alle Beteiligten ist das SGB II mittlerweile zu einem Bürokratiemonster geworden. Das muss man auch einmal in aller Deutlichkeit und offen sagen. Inhaltlich kann ich Ihrem Antrag also folgen, werter Kollege Schwert. In der Konsequenz den gesamten Gesetzentwurf abzulehnen jedoch nicht. Auch wenn es kein großer Wurf ist, so sehen wir doch positive Ansätze in der Veränderung. Die Kollegin Janssen hatte es eben auch schon erwähnt. Verlängerung des Bewilligungszeitraums von 6 auf 12 Monate, verbesserte Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, Leistungsverbesserung für Azubis, Nachbetreuung ebenfalls Leistungsberechtigter. Darin sehen wir durchaus wichtige Punkte und auch eine Weiterentwicklung im SGB II, also der Hartz-IV-Gesetzgebung. In konsequenter Linie verfolgen wir daher mit unserem Antrag eine weitere Verbesserung. Und hier geht es eben um minderjährige Kinder, minderjährige Kinder getrennt lebender Eltern, die dann auch im SGB II-Bezug, also Hartz-IV-Bezug, stehen. Ich meine, darauf muss man ja auch erstmal kommen. Die Grundsicherungsleistung des Kindes sozusagen tagesscharf abzurechnen und so auf 2 Haushalte zu verteilen. Dabei wird komplett außer Acht gelassen, dass eben wegen der 2 geteilten Haushaltsführung mehr Mittel nötig sind, nämlich für Lebensmittel, für die Einrichtung, für Spielzeug und so weiter und so weiter. Und diese Ungerechtigkeit wollen wir beseitigen und fordern daher, den Umgangsmehrbedarf gesetzlich verbrieft zu realisieren. Und an der Stelle hoffe ich doch sehr, dass die Bundesministerien die Betreffenden an dieser Stelle wirklich mitziehen und uns als Land nicht hängen lassen, wie sie es bei der Schulsozialarbeit gemacht haben. Meine Damen und Herren, einen Gesetzentwurf, der Verbesserungen für Menschen vorsieht, werden wir nicht ablehnen. Und deshalb können wir Ihrem Antrag, Herr Schwert, auch nicht zustimmen. Wir möchten das SGB II weiterentwickeln. Es muss auch in Zukunft besser werden. Und ich werbe deshalb auch um eine breite Unterstützung. Recht schönen Dank.